So, entschuldigt, dass das Bild ein bisschen wackelt. Ich habe nämlich vergessen, die gescheite Kamera mit dem Gimbal aus dem Wohnmobil mit rauszunehmen. Deswegen habe ich gerade mal nur die Handykamera dabei. Aber ich denke, es wird trotzdem gehen. So, die Trax 3. Stellvertretend in Form der 187-150. Vorne am Führerstand hier abgerundet. Dann über dem Fenster dieser Höcker. Dort unten abgerundet und Bombardier-Schriftzug auf der Nase drauf. Ansonsten vom Drehgestell her sehr, sehr ähnlich der Trax 2. Und natürlich nicht zu vergessen als markantestes Merkmal die Siggen an der Seite. Oh, das klingt, als ob da vorne der Bahnübergang runtergeht. Der Bahnübergang runtergeht, die Schranken runtergehen, meine ich. Oh, Unterscheidungsmerkmale Trax 3 versus Trax 2. Brauche ich eigentlich schon fast gar nichts zu sagen. Guckt euch die Lokfronten an und vor allem die Siggen von der Trax 3 versus den glatten Seitenwänden der Trax 2. Wobei es auch glatte Seitenwände an der Trax 3 gibt. Denn dort, wo hier diese Siggen sind, in diesem Bereich, da ist ein Keder, wo man auch eine LKW-Plane reinziehen könnte, wenn man dort zum Beispiel wechselnde Ganzwerbung drauf machen wollte oder wechselnde Betreiberlogos. So, das ist die Stirnfront der Trax 2 im direkten Vergleich zur Stirnfront der Trax 3. Die Trax 3 ist insgesamt deutlich runder, hat oben über dem Stirnfenster nochmal so eine Ausbuchtung in dieser Glasfaser-Kunststoffleiste. In der DB Cargo-Version sind die Rangiergriffe silber, bei der Trax 3. Bei der Trax 2 sind sie rot lackiert. Ja, und bei der Trax 3 geht unter dem Stirnfenster drunter diese Stange zum Festhalten komplett rüber, während sie bei der Trax 2 durchbrochen ist. Auch wenn man sich den Rahmen der Trax 3 anschaut, da sieht man unten neben dem einen Sandeinfüllstutzen nochmal ein Loch im Langträger. Ich glaube, das wäre der Dieselkraftstofftankstutzen, wenn das eine Last-Mile-Lokomotive wäre. Bin mir aber nicht ganz sicher. Während bei der Trax 2 unten der Rahmen bis auf die Löcher zum Sandfüllen komplett gerade ist. Und das ist dann die Perspektive, aus der man am besten den Unterschied zwischen einer Trax 2 und einer Trax 1 erkennen kann. Denn bei der Trax 2 links im Bild geht unterhalb von diesem Knick hier bei der Trax 1 das senkrecht nach unten, während das bei der Trax 1 nach innen gezogen ist. Dann ist er vorne rum auch noch anders geformt an den Aufstiegstritten, also eindeutig. Und wenn man sich dann die Stirnflächen der beiden Lokomotiven anschaut, dann kann man bei der Trax 2 hier diese Klappe erkennen, diese Zugangsklappe, wo man an das Klimaaggregat für den Führerraum rankommt. Und diese Klappe hat außenrum einen vertieften Rand, der bei jeder Trax 2 eindeutig hervorsticht und den gibt es bei der Trax 1 nicht. Nochmal die Stirnansicht der Trax 1 unverstellt. Und wenn man dann auch noch sich die Schneepflüge anschaut, kann man auch nochmal erkennen, dass der von der Trax 1 mehrfach gekantet ist, während der von der Trax 2, den zeige ich gleich nochmal, rund geschwungen ist. Nochmal der direkte Vergleich der beiden Schneepflüge. Links an der Trax 2 ist er geschwungen und an der Trax 1 rechts ist er zweifach abgekantet.